So, und willkommen zum nächsten Unpacking. Ja, das sind jetzt, ich habe gleich die zwei Alben genommen, weil die irgendwie auch so zusammengehören und man da jetzt nicht unbedingt extra Unpackings machen müsste, da auch da nicht so viel zu zeigen ist. Und ja, also das sind BTS, das dritte und vierte Mini-Album. Ja, In the Mood for Love, Part 1 und 2, beziehungsweise auch The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 und 2. Ja, Part 3 gibt es ja auch noch. Das ist dann aber quasi ein Special-Album. Das habe ich ja auch. Young Forever. Ich habe es ja in dieser Night Edition. Und ja, ich habe hier auch in der das in der White Edition und das in der Blue Edition. Von dem hier gibt es noch eine Pink Edition und von dem eine Peach Edition. Ich muss sagen, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir die noch holen soll. Einfach weil das hauptsächlich Fotobooks sind. Und also es sind sehr viele Bilder drin. Und bei den anderen Editionen sind halt andere Bilder drin, die ich auch sehr gerne hätte, muss ich zugeben. Ja, ich bin halt auch so ein Sammler. Dann will ich immer alles haben, aber naja, mal gucken, weil an sich die CD ist ja die gleiche. Das ist dann so ein bisschen, aber wenn man bedenkt, was man für den Preis bekommt, und ich meine, für Artbooks gebe ich ja auch Geld aus, daher. Ja, die waren ja jetzt auch nicht so mega teuer und so. Ja. Ja, dann fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten. Ja, hier mit dem Cover. Und hier hinten dann die Tracklist. Ja, hier. So, ja, meine Lieblingslieder davon sind. Ah, ich bin mir immer nicht ganz sicher, weil immer die koreanischen. Also, I Need You. Und ich weiß nicht mehr. Eins davon, glaube ich, war Dope. Oder war es erst auf dem zweiten? Ich bin mir leider Gottes nicht mehr sicher. Aber Funboys ist hier nämlich auch drauf, weil. Eigentlich sind fast alle Lieder auch auf dem dritten Part drauf, aber hier ist noch Funboys drauf und das, nee, ich glaube, das Intro war auf dem anderen auch drauf und die Skits halt immer auch noch. Und auf dem anderen ist, glaube ich, nur das Intro und ein Skit noch anders, aber ja. Ja, okay, genug Gelaber. Dann machen wir es mal auf. Ja, erstmal die Fotocard auch. Ich habe hier nämlich das Glück gehabt, die Group Card zu bekommen, also mit allen Membern drauf. An sich ist es immer cool, die Gruppenkarte zu bekommen und so. Ich meine, dann hat man alle drauf und ja. Aber ich muss sagen, ich fand hier die Einzelkarten ein bisschen schöner, weil da sind dann 9 Bilder von einem Member so auf einer Karte mit so verschiedenen Gesichtsausdrücken und im Hintergrund sind diese wunderschönen Kirschblüten und so. Deswegen muss ich gestehen, hätte ich gerne auch ein Einzelbild gehabt, aber natürlich bin ich trotzdem froh über die Gruppenkarte und ja, alles hübsch. Ja, und dieser Zettel, der immer überall ist. Ja, dann, ich mache es von hinten auf, weil dann sieht man hier noch die CD. Ja, die ist hier so drin. Das finde ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag das nicht so ganz, wenn die nicht so. Man muss hier halt immer so beim Rein und Raus. Ich habe da immer Angst, dass da was zerkratzt und so, aber naja, gut. Ja, und ansonsten ist das alles ein Fotobook. Bei der White Edition ist es hier am Rande noch so ein bisschen in Blau gehalten und bei der anderen dann halt in Pink. Ja, und ein paar Bilder sind auch gleich, also die am Anfang. Sieht man so gut. Ja, ich zeige jetzt natürlich nicht alle, aber so ein bisschen. Und ich finde es cool, dass hier immer solche kleinen Gedichte quasi so im Rand sind, so ein paar Sätze immer. Ja, das Fotobook ist unglaublich schön hier mit diesen Naturaufnahmen. Das finde ich richtig nice. Also eins der schönsten Fotobooks. Und weiter hinten sind dann auch noch sehr viele in Schwarz-Weiß. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach die White Edition habe. Ich habe mir auch Unboxings zu den anderen angeguckt und da waren auch, glaube ich, ein paar mehr farbige Bilder in der anderen Edition. Und halt generell andere Bilder, aber am Anfang und ein paar in der Mitte waren, glaube ich, gleich. Und hier sind dann irgendwie einfach so, als ob man da reinschreiben könnte, aber wer macht denn sowas? Ja, oh, die Bilder hier, so schön. Irgendwo war auch noch so ein großes, wo alle unter so einem Baum standen. Glaube, hier auch. Oh, sieht man die alle gut? Ah ja, das hier. Ich hoffe, es ist fokussiert. Das ist nämlich so schön. Oh mein Gott. Ich muss mal näher ran. So schön. Ja, so viel zu dem Album. Dann das zweite. Part 2. So, hier die Songliste. Ja, da mag ich Run sehr gerne. Ich liebe das Musikvideo dazu. Und Mars City, oh mein Gott, dieses Lied, ich liebe es. Schade, dass es dazu kein Musikvideo gibt, aber naja, gut.
Ja, ich weiß leider nicht mehr, welche die da hier waren, aber House of Cards ist auch unglaublich schön. So, dann, ja, die Fotocard. Ich habe mich so gefreut. Ich habe schon wieder Jimin bekommen. Ja, ich hatte ja bei dem Oh, Are You Late Too Album auch Jimin und SM Advice und. Ah, ich liebe auch. Das ist meine Lieblingshaarfarbe von ihm. Die roten in Dope waren auch sehr cool, aber ja, einfach cool. Und da hinten ist auch die Unterschrift. Ja, so. Ja, und natürlich dieser Zettel. Ja, und dann hier hinten wieder die Disc ist wieder so mit drin. Und ja, dann das Fotobuch. So, ja, die Bilder sind einfach super toll. Die Run-Ära oder wie auch immer. Ist auch meine Lieblings-Ära. Ah, das Bild hier von Sugar finde ich so cool. Ich liebe seine mintfarbenen Haare. Ich fand, die stehen ihm irgendwie so am besten. Aber blond ist auch sehr nice. Ja, hier in der Mitte gibt es dann auch eins zum Ausklappen. Wo ich den Sinn nicht so ganz verstanden habe, weil irgendwie ist da hier so ein bisschen was doppelt, merkt man. Also es sind ja mehr Member, als es eigentlich gibt. Und da sind welche doppelt und ich bin ein bisschen verwirrt von dem Bild. Ja, aber nice, dass es was zum Ausklappen gab. So, generell diese Naturbilder einfach. Ich finde es richtig schön gemacht. Ja. Hier ist voll schön. Davor, glaube ich, war. Ja, das hier ist auch sehr nice. Ja, und natürlich auch wie dem anderen gibt es immer noch so Lyrics auch drin. Und ja, hier hinten das Bild. Moment. Da war ein sehr schönes noch von Jimin mit solchen. Ja, Blubberblasen. Das fand ich sehr nice. Davon gibt es viele auch in dem anderen, in der anderen Edition von dem hier. Deswegen. So. Das war dann das Unpacking, ja, von den zwei Alben. Und ja, eins weiteres folgt dann noch. Und ja, ciao.